7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Felix und Linus. Wir sind zusammen die Hashtag Guys. Zuerst, der Kanal ist da für Reviews, Challenges und Vlogs. Ich beginne mein Video mit einer Review zum iPhone 5S. Es wurde logischerweise von den Äpfeln entwickelt. In Deutschland wurde es am 20.09.2013 veröffentlicht und ist nun 3 Jahre später nicht mehr erhältlich. Der Vorgänger ist das fast gleiche iPhone 5, bis auf die Farbtöne und die Kamera ist es genau gleich. Erhältlich in Schwarz, Spacegrau und neu dazugekommen Gold. Dazugekommen ein schlichter Edelstahlring um den Home-Button. Nun gibt es die sogenannte Touch-ID. Sie ist unter dem Home-Button verbaut und öffnet das nicht nur das Handy öffnen kann der Home-Button, sondern auch anstatt mit Passwort, mit Fingercode Spiele downloaden im App Store. Die Kamera ist mit ihren 8 Megapixeln für mich perfekt. Für meine Hand ist es wie gemacht. Es ist schön leicht, dünn und passt in jede Hosentasche. Das beste Handy von Apple aus meiner Sicht. Nun berichtet Linus über sein iPhone 5C. Ich finde das Aussehen des Handys sehr schön. Mit diesen kräftigen Farben steht es aus der Reihe der iPhones heraus. Das Gehäuse ist aus Polycarbonat und ist an den Ecken abgerundet. Das Handy ist in den Farben Weiß, Pink, Gelb, Blau und Grün erhältlich. Es läuft mit dem neuesten Betriebssystem iOS 10.2. Die Kamera außen hat eine Auflösung von 8 MP mit einer 1080p HD-Videoauflösung und die Frontkamera eine 12 MP mit 720 HD-Videoauflösung. An sich ist es ein wunderschönes Handy, es liegt gut in der Hand und fühlt sich auch super an. Also ich kann es jedem nur weiterempfehlen. So, und jetzt kannst du abstimmen. Welches Handy hat dir besser gefallen? Das war's mit unserem ersten Video zu einem Review unserer eigenen Handys, die wir selber regelmäßig benutzen, beziehungsweise die wir benutzen. Wir würden uns über ein Like freuen und ein Abo auch gerne. Es werden, denke ich, Reviews, Vlogs und Challenges die nächsten Tage folgen. Wir werden einmal in der Woche hochladen und jo, bis dann, ciao.